Und mit den wunderbaren Tönen von Lavandia kommen wir in einen neuen Part von Let's Play Pokémon Feuerrot. Herzlich willkommen, Leute. So, der Drago hat mich in Lavandia rausgelassen, womit ich mal vermute, dass er Glurak umbenannt hat. Ja, und er heißt jetzt Gluraculi mit einem Weiblichzeichen dran. Immerhin kreativ. Na gut. Ja. Ich habe gesehen, wir haben immer noch 5 Orden, also, ja, sehe ich mal so, dass wir in Saffronia City noch ein kleines bisschen was zu tun haben. Und da wäre nämlich diese tolle Arena hier. Wer ist denn eigentlich gerade vorne, der Rüsselmops? Das will ich nicht, dass der vorne ist. Nicht, weil ich ihn irgendwie nicht mag oder so, einfach weil der schon wieder Level 40 ist. So, Jake nach vorne, das sollte es tun. So. Okay, und hier müssen wir so. Ich will mir nämlich immer merken, welche Richtung ich gehen will. Hier ist nämlich so ein kleiner Trick, wenn ihr diese Arena machen wollt. Schaut einfach mal, was ich hier mache, beziehungsweise welchen Weg ich hier gehe. Ja, das passt jetzt perfekt, dass hier Jake vorne ist. Einen kleinen Dönerblitz und ja, tschüss Fleckmon, war schön mit dir. Und noch ein Fleckmon, nein, da will ich nicht wechseln, da bleibt da drin. Da kommt nämlich ein weiterer Donnerblitz. Denn der ist wie vorher auch sehr effektiv. Das ist Level 40 für Jake. Kriegt er wieder einen schönen Stat-Boost. Und dann kommt Lamus. Den will ich jetzt auch noch mit Jake machen, weil ich bin zwar jetzt gar nicht mal sicher, ob ich den one-hitten kann. Wobei, gut, das ist 7 Level drüber, sehr effektiv. Bei Jakes Spezialangriff sollte eigentlich reichen. Ja. Weil Lamus ist ziemlich defensiv. Deswegen bin ich jetzt nicht sicher, ob das noch gereicht hätte. So, wen schmeißen wir denn jetzt nach vorne? Ich will mal Gluraculi mit neuem Namen in Action sehen. So. Du gegen mich, unsere Pokémon sollen kämpfen. Ja, so ist das Spiel hier ausgelegt und so. Exorzistin Pandora. Aber lass mal nur ruhig deine Box zu und so. Kann ich jetzt nämlich nicht haben, Büchse der Pandora zu öffnen. Ja, Nebulak, den will ich physisch angreifen, weil Nebulak hat eine ziemlich beschissene physische Verteidigung. Gluraculi ist zwar jetzt nicht unbedingt so gut dafür bekannt, für ein physischer Angreifer zu sein, aber naja. Das Verhältnis ist wesentlich besser als bei Nebulak. Bei Alpollo gilt natürlich dasselbe. Immer schön physisch draufkloppen. Ich habe ihn doch verloren. Ja, das kommt davon, wenn man so schwache Pokémon einsetzt. Machen dir unsere Psy-Kräfte Angst? Was für Psy-Kräfte? Bis jetzt habe ich davon noch nichts gesehen. Ich habe bis jetzt alles gewonnen hier. Kadabra. Ja, bei Kadabra sage ich das gleiche wie bei Nebulak und Alpollo. Physisch draufhauen. Weil die Viecher haben keinerlei Verteidigung. Beziehungsweise so wenig, dass man sie mit... dass man sie ohne mit der Wimper zu zocken mit jeder physischen Attacke one-hitten kann, die ein bisschen die nur minimal stärker ist. Okay. Gegen Fleckmon hätte ich jetzt wahrscheinlich etwas anders reinwechseln müssen, weil Fleckmons physische Verteidigung ist stark. Aber mal schauen, vielleicht geht's ja mit dem zweiten Flügelschlag. Ja, da war der Zufallswert hier zu mir. Pantimos. Ja, kann man auch machen. Da können wir auch mit dem Flügelschlag durchhauen. Bei Pantimos gilt dasselbe.
Stärke, spezielle Def, aber physisch eher nicht so. Mit Zauberblatt machst du mir überhaupt nichts. Weil Pflanze ist weder gegen Flug noch gegen Feuer effektiv. Dann hast du mir nur ein Viertel vom normalen Schaden angerichtet. Noch ein Kadabra. Das darf Mike machen. Ich riskiere zwar, dass der jetzt eventuell langsamer sein könnte, aber ich, nachdem Mike schon Elektroball überholt hat, gehe ich mal davon aus, dass das überhaupt kein Problem mehr ist. Ich mache trotzdem Parisa mit Schaufler für den Fall, dass der Steinhagel doch daneben geht. Durchbruch ist ja nicht effektiv. Da haben wir auch den Psycho Alex besiegt. So, da waren wir unten. Dann geht's auch weiter. Und ich habe vergessen, Glurak von der Spitze zu nehmen. Das hast du ja schön gesagt, Herr Psycho Urban. Lamus hat er auch noch. Ah, super. Ganz ehrlich, ich möchte hier mal kurz wechseln. Mit Jake mache ich das nämlich jetzt lieber. Ja, da wird er auch noch seine physische Verteidigung, die sowieso schon viel zu hoch ist. Lamus hat nämlich eine extreme physische Verteidigung. Seine Spezielle ist nicht mal so stark. Man meint es immer nur, aber der boostet sich meistens mit Amnesie hoch. Arg, sagt er. So. Mike will ich hier zwar nicht unbedingt benutzen. Na gut, ich nehme Adrian. So. Jetzt haben wir eh bald alle Trainer hier drin besiegt. Das sind ja nur insgesamt 8 Stück. Die Exorzistin Amanda. Wer zum Teufel ist Amanda? So, jetzt die Frage, ich glaube, das kann man mit Biss machen. Wenn es schon mal sehr effektiv ist und wenn Adrian da mal wieder einen Volltreffer macht, geht das immer klar. Adrian kann zwar jetzt nicht physisch angreifen, aber sein Spezialangriff ist so hoch, damit überholen wir sogar, also damit können wir sogar die etwas stärkere spezielle Verteidigung von Nebulak und Apollo überwinden, weil ganz ehrlich, die vier sind sowieso ziemlich auf Spezialangriff und Innet, da ist nicht mehr viel Platz für Spezialverteidigung oder ähnliches. KP haben sie sowieso recht wenig. So, hatten wir den schon? Den, glaube ich, haben wir auch noch nicht gehabt. Wer weiß, dass man Stärke allein nicht weit kommt, oder? Das ist mir durchaus bewusst, allerdings, sagen wir so, man kommt weit genug. Herr Berthold. Pantimus hat er. Dann mache ich lieber einen Surfer. Das wird zwar jetzt ein bisschen was abziehen, aber auch nicht allzu viel. Ich kenne noch meinen Adrian. Ich weiß, dass der sowas aushält. Sie strahlt erst recht. Ich meine, schaut euch Adrian mal an, mit so viel KP wie der hat. Der kriegt auch immer so schön viel bei jedem Level-Up dazu. Kadabra. So, jetzt kommt Mike noch. Und dann haben wir es ja eigentlich schon geschafft. Also etwas, was wir schon lange nicht mehr wirklich hatten. Das ganze Team ist auf einem Level. Sobald Mike jetzt Level 40 erreicht, was er jetzt tut. Also bis auf Flieger, und der fliegt jetzt eh bald aus dem Team. Das ist unfassbar. So, da waren wir auch unten. So, jetzt darf ich mir aussuchen, mit wem ich da vorne kämpfen will. Nachdem die Trulla da vorne höchstwahrscheinlich Geist-Pokémon hat,
können wir das auch mit Rüsselmobs machen. Und ja, sie hat ein Alpollo. Ja, komm, das machen wir mit Psychokinese. Und sofern ich durch die Verwirrung durchkomme, heißt das, machen wir das mit Psychokinese. Komm schon, Rüsselmobs. Tu mir einen Gefallen. Du hast mich enttäuscht. Finsterfaust kann der. Oh. Ist eigentlich unüblich auf einem Alpollo. Aber es sollte jetzt endlich besiegt sein damit. Damit hätten wir Level 41 für den Rüsselmops. Und dann kann ich ihn wieder hinten anstellen. So, da darf Jake wieder nach vorne. Ich meine sowieso, dass wir jetzt ziemlich alle Trainer haben. Ja. Wir haben alle. Wobei, bei der war ich jetzt nicht ganz sicher, aber egal. So, da sind wir bei Sabrina. Ja, was haben wir denn? Supertrank würde ich jetzt gerne mal ein paar spendieren. Haben wir sonst noch was? Dann gebe ich gleich einen Hypertrank für Adrian aus. Der hat zu viel KP, als ob ich das jetzt mit zwei Supertränken machen will. So, ich weiß jetzt nicht mehr hundertprozentig, mit was sie anfängt, aber ich meine, es war ein Kadabra. Dagegen wäre eigentlich Lurak ziemlich nützlich erstmal. Meine Vision hat mir deine Ankunft vorausgesagt. Ich beherrsche die Psychokinese, seit ich ein Kind war. Zunächst habe ich gelernt, mit Psychokinese Löffel zu verbiegen. Ich verabscheue den Kampf, aber wenn du es wünschst, beweise ich dir meine Kräfte. Und ich krieg endlich mal wieder eine Arena. Die erste seit Nature Bob. Eine Herausforderung von Leiter Sabrina. Da habe ich ja mal wieder gut geraten mit einem Kadabra. Also dann... Flügelschlag. Der wird höchstwahrscheinlich überleben. Oh, nicht mal, okay. Ich habe ihr Kadabra jetzt mal wieder überschätzt. Da kommt Phantimas. Ich glaube, ich lasse Glurak drin. Denn das sollte kein Problem sein für ihn. Da boostet er sich mit Gedankengut. Ja, das bringt dir nun nichts, wenn ich jetzt einmal weiter mit Flügelschlag drauf hau. Als nächstes kommt ein Omod. Da bleibe ich auch drin, aber sowas von. Weil das können wir nämlich sehr schön mit einem Flammenwurf erledigen. Der ist super effective. Simsala kommt noch. Ja, ihr letztes Pokémon. Level 43. Ach du Schande. Aber wir sind trotzdem noch schneller und das verwundert mich jetzt ein bisschen. Und da boostet er sich auch mit Gedanken. Gut, okay. Ja gut, das ist ja auch die Arena-TM hier. Allerdings hat es mir damit nur einfacher gemacht, das Simsala kaputt zu machen. Lurak erreicht auf jeden Fall Level 41. Ich bin erschüttert, aber verloren ist verloren. Ich muss gestehen, ich habe mich nicht allzu sehr angestrengt. Ich schenke dir den Sumpforden. Und 4300 Pokédollar. Der Sumpforden lässt Pokémon bis Level 70 deinen Befehlen folgen. Stärkere Pokémon können sich dir widersetzen und deine viele ignorieren. Achte darauf, dass Pokémon jederzeit unter Kontrolle hast. Warte, nimm noch diese TM von mir. Gedanke gut.
theoretisch könnte jeder die Psychokinese erlernen. Viele wissen es nur nicht. Ja, okay. So, jetzt muss ich hier noch irgendwie wieder rausfinden. So, Frage war, ich glaube, hier kann man einmal abkürzen. Genau. Hatte ich es doch richtig in Erinnerung. So. Das Kampfdojo hat er, soweit ich es weiß, gemacht hier, weil ich es in der Rückblende vom Tagebuch gesehen habe. So. Und jetzt machen wir noch was ganz Besonderes. Erstmal, bevor ich dahin aufbreche, geht's kurz in den Supermarkt, denn ich brauche ein paar kleine Items. Zum einen, warte, wollte ich 14 haben, damit wir 25 haben. Und zum anderen brauche ich noch Hyperbälle. Geht's erstmal nach Fuxania City, weil dort müsste man die kaufen können. Aber nachdem ich keinen Zerschneider dabei habe, muss ich den Umweg fahren. Ja, da ist Superball. Noch ein paar Leber mit. Ein Topschutz ist mir zu teuer. Wenn Schutz, dann Superschutz. Ach ja, Moment. Wieso fahre ich überhaupt mit dem Fahrrad? Wir müssen ja eh fliegen. Denn wir machen jetzt einen kleinen Ausflug zum Felstunnel. Dort gibt es jetzt auch einen weiteren kleinen Ausflug zum Kraftwerk. Das ist, glaube ich, sowieso das erste Mal, dass wir hier Surfer einsetzen in diesem Spiel. Kann das sein? Ach, da ist ja noch ein Trainer. Bist du auch ein Pokémaniac? Möchtest du meine Sammlung sehen? Eine Herausforderung von Pokémaniac Mark. Er hat einen Rihorn. Gut. Nachdem das Biest nur Level 29 ist, kriege ich es relativ leicht tot. So, ich möchte jetzt aber trotzdem Pokémon wechseln. Einfach, weil Glurak schon Level 41 ist. Weil Jake eben auch den Durchbruch kann. Kann eh die Hälfte von unserem Team. Oh, der überlebt das. Ah, das hast du jetzt davon. Hier bitte, da ist dein Abschiedsgeschenk. Naja, macht nichts. So. Dann sind wir jetzt im Kraftwerk. Ups, ich wollte das Item hier mitnehmen. Ein Top-Trank. Und da ist auch schon wieder ein wildes Pokémon. Und zwar ein Magnetilo. Sehr tolles Pokémon, muss ich mal sagen. So. Hier runter geht's. Ein Pika! Ja, der kann sogar schon Donnerblitz von seinem Level her. War's hier? Ja, hier war's.
hier nur so ein paar Items, die ich gerne mitnehmen würde. Ein Electek. Auch ein sehr tolles Pokémon. Aber kein Interesse jetzt. Den wollte ich noch mitnehmen hier. Den Donner. Die TM25. Noch ein Electek. So. Alle Items nehme ich hier trotzdem nicht mit. Sonst werde ich hier nämlich nicht mehr fertig. Die meisten Leute wissen ja sowieso schon, wo ich jetzt hin will. Ich möchte trotzdem noch nicht sagen, vielleicht gibt es ja noch den einen oder anderen, der nicht weiß, was hier drin alles ist. Daher möchte ich die Überraschung bewahren. Wobei, wir stehen ja eh gleich davor. Hier kommt noch mal ein kleines Pika. So, wir sind da. So. Wen stelle ich ihm denn hier nach vorne? Ist das eigentlich am besten mit ihm zu machen? Aber gut. Ja, ich würde an dieser Stelle meinen Part beenden und lasse Drago an genau dieser Stelle raus, damit er sich in der nächsten Folge darum kümmern kann, dass wir ein neues Teammitglied bekommen. So, ich habe nichts mehr zu sagen, mein Part ist beendet, ich habe alles erreicht, was ich erreichen wollte und hätte sogar immer noch 3 Minuten übrig. Ja, bis zum nächsten Mal, also übernächsten Mal. Bis dann, ciao.